Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch nochmal ein Haul zeigen. Und zwar war ich jetzt nochmal bei Action. Das hat sich so ergeben, weil ich am Donnerstag, das war vorgestern, einen Arzttermin hatte. Und ja, hatte ich so angeboten, dass man dann in einem Rutsch nochmal schnell zum Action gefahren ist. Und ich möchte den jetzt gerne abfilmen. Jetzt haben wir Samstag, weil ich am Dienstag ins Krankenhaus komme, operiert werde und ich nicht weiß, wie fit ich dann bin, deswegen möchte ich es jetzt gerne abfilmen. Meine Fingernägel, da ist der Nagellack am Abbröseln. Habe ich jetzt auch nicht neu gemacht, weil den muss ich für die OP abmachen, bla bla. Und was ich gekauft habe, möchte ich jetzt gerne zeigen. Als erstes habe ich etwas Geschenkpapier gekauft. Ich muss mal gerade hier rumwühlen. So, ich habe 6 Rollen gekauft. Weil Geschenkpapier braucht man immer. Und ich glaube, das kostet 46 Cent. Das sind 3 Meter drauf. Mittlerweile gibt es im Teddy Geschenkpapier, wo 10 Meter drauf ist, für 2 Euro. Also so viel billiger ist Action dann nicht. Aber doch noch ein paar Cent. Und ja, 3 Meter sind jetzt auch nicht viel, aber kommt man auf jeden Fall doch schon weit mit hin. Und man hat halt immer ganz viele verschiedene Muster. Hier seht ihr es schon, einmal nur schwarz-weiß. Hier mit so ein paar Glücksbärschi-Fakes. Das ist so ein ganz, ganz dunkles, ja, blau, türkis, aber ganz dunkel mit Silber und Gold. So ein bisschen Pop-up-mäßig. Blümchen Hawaii-mäßig, geht auch immer. Punkte, ja, Punkte sind auch zeitlos. Dann, was ich gerne mitnehme, sind diese Dinger, einmal zum Einfrieren oder aber auch, um Sachen drin aufzubewahren. Früher gab es entweder nur die 3-Liter-Dinger oder nur die 1-Liter-Dinger. Und ich weiß, glaube ich, noch, dass 1 Liter... Wie teuer war 1 Liter? Nur die 1 Liters? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, diese Packung mit 30 sind auf jeden Fall billiger, als wenn man jetzt die 1 Liter oder die 3 Liter einzeln kauft. Habe ich zweimal mitgenommen, beziehungsweise dreimal. Einmal ist aber in der Küche und zweimal kommt nach hier oben. Das hier sind alte 1-Liter-Packungen, die habe ich nur aus der Küche mit hochgeholt, weil ich in der Küche hauptsächlich die 3 Liter brauche. Das weiß ich, das hat 2,99 Euro gekostet, das wollte ich nämlich erst liegen lassen, weil eben 2,99 Euro. Und ich strick oder häkel ja gar nicht, aber es musste letztendlich dann doch mit. Und zwar ist das hier so ein Garn, was aus ganz vielen kleinen Fäden besteht. Und es ist halt so ein bisschen regenbogenmäßig. Das wickel ich gerne um Karten oder um Geschenke. Und deswegen musste das mit. Wieder Opfer. Dann bleiben wir auch sofort beim Strickzeug. Wie gesagt, ich stricke nicht. Aber ich sticke. Und ich bin halt ein Farbenopfer. Und die haben, das weiß ich auch noch, 1,56 gekostet. Und das sind 5 Dinger drin, a 10 Gramm, 10 Gramm entsprechen 25 Meter. Und die gab es auch noch in dunklen Farbtönen mit so schwarz und grau. Aber ich bin halt farbenfixiert. Ja. Es gab neues Washi-Tape oder zumindest für mich neues Washi-Tape. Da habe ich mir 3 Stück mal mitgenommen. Und zwar einmal Hitters hier, das hat hier so folierte Blumen. Hier steht dann drauf, was steht da drauf? Inside, Hugs Inside oder so. Pretty Thing, also süßes Ding. Und ja, nochmal folierte Schleifchen. Dann dieses hier, einmal hübsch gepunktet mit Geckos und mit ein bisschen gemustert, zeitlos. Und einmal Hitters hier in diesem Travel-Look, auch mit foliert. Fand ich ganz putzig. Ein neuer Taggy-Glue,
Den kaufe ich immer. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Eigentlich wollte ich diesmal den durchsichtigen All-Purpose ausprobieren. Aber wie es so ist, ich bleibe dann bei gewohnten Sachen. Ja. Was wieder mit musste, ist eine so eine Box. Das sind diese A4-Boxen. Die gibt es ja in verschiedenen Höhen. Einmal ein bisschen niedriger, ein bisschen höher. Das ist jetzt die hohe. Ich glaube 2,99 Euro. Und ich habe aber auch eine in niedrig. Was ich diesmal endlich bekommen habe, aber auch nur einmal, ist dieser Forest Block. Den kennt ihr mittlerweile bestimmt alle. Also dieser Action Hall, echt, das ist der absolute Hammer. Ich habe fast alles bekommen. Die hatten diesmal keine Schaumstoffklebepads mehr und auch kein, also dieses Schaumstoffklebeband hatten sie diesmal nicht und auch kein Artikelpreisschildchen dazu. Muss ich mal im Auge behalten, ob sie das aktuell überhaupt noch irgendwo haben. Und was habe ich noch nicht bekommen? Ja, es gibt neues Band mit so, das ist wie dieses, das ist halt Band, wie Bommelband, aber statt Bommel sind da so Blätter dran, so Blätterband aus Stoff. Und was habe ich noch nicht bekommen? Kleinigkeiten. Nur Kleinigkeiten, aber eigentlich habe ich doch alles bekommen, was ich wollte. Ich schreibe mir nämlich mittlerweile immer mehr oder weniger so eine Einkaufsliste mit Sachen, die ich gerne hätte, damit ich da auch den Überblick nicht verliere. Den blätter ich euch nur mal so kurz durch, weil den kennt ihr, denke ich mal, aus den meisten Halls sowieso schon. Aber für mich war der jetzt halt neu. Also ich habe den auch nur in Halls gesehen. Aber als ich den dann da gesehen habe, oh Mann, mein Herz ist gesprungen. Jetzt fängt es von vorne an. Mein Herz ist so gesprungen, weil ich freue mich einfach, wenn ich Sachen bekommen. Den hier hatten sie auch noch mal da. Den wollte ich aber auch nur einmal. Den kennen die meisten aber auch schon. Das hier werde ich nicht als volles oder auch das mit den Füchsen gerade eben. Das ist mir immer viel zu schade, als komplettes Papier irgendwie zu verwenden. Da schneide ich immer nur Kleinigkeiten raus. Ja, das ist halt auch so schlicht und da hat man auch schön Unikarton. Bei sind halt Farben oder Muster hier, die beiden sind da wohl der absolute Hammer, kann man immer mal gebrauchen. Ja, und jetzt fängt es auch wieder von vorne an. Den hier habe ich auch einmal bekommen, den wollte ich aber auch nur einmal, einfach nur damit man es in der Sammlung hat. Oder ja, ich fand auch die Farbkombi relativ schön. Aber dafür hat Action zu oft so Sachen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dieser Forest Block, den hätte ich halt gerne mehrmals gehabt, weil das ist doch schon ein bisschen außergewöhnlich, dass es Sachen mit Igeln und Füchsen und so gibt. Zumal ich gerne meiner Nicole dann hätte auch einen geschickt. Aber ja, ich halte auf jeden Fall mal die Augen auf. Ja, und meinen absoluten Favorite. Ich liebe Galaxy und hier diese Farbkombi von Galaxy und überhaupt Aquarellzeug total. Den habe ich auch einmal bekommen, aber einmal ist besser als keinmal. Und ja, die hüte ich eh wie meinen Augapfel. Von daher reicht einmal im Prinzip auch. Und ich bin ultra froh, dass ich ihn bekommen habe. Einfach nur, damit ich ihn mir auch mal anschauen kann. Ja, wunderschön. Er ist wirklich super schön. Jetzt fängt es auch hier von vorne an. So, dann sind wir auch schon relativ nahe am Ende, oder? Ja, es kommt noch ein bisschen was. So, ich hatte auch Glück bei den Papercraft-Sets für Weihnachten. Die hatten alle vier. Aber das ist wieder Weihnachten. Ich sammle nicht so viel Weihnachtszeug, aber manchmal finde ich Weihnachtssachen doch so süß, dass ich was brauche. Und dieses Set ist eins davon, das musste ich unbedingt haben. Ich zeige euch hier nur mal die Muster, weil das ist halt so kindisch und verspielt. Deswegen musste das mit. Da sind noch Text bei,
zwei Aufkleber. Ja, Glöckchen und Schleife ist dabei. A4 Papiere. Das finde ich auch der Hammer. Und A5 Papiere sind bei. Ich kann es euch auch so noch mal kurz zeigen. Hier in dem ersten Fach hat man die Sticker, A5 Papier und die Text. Hier sind die Glöckchen und das Garn. Und das sind eben dann die, ja, die Ausstanzungen. Hier auch noch mal. Und das ist dann das Papier. Was auch immer mal wieder mit darf, sind diese Kartenhüllen. Da habe ich jetzt 3 Pakete in A6 mitgenommen und 2 Pakete in 13x13. Die verwende ich eigentlich echt nicht für Karten, sondern für, um Sachen reinzutun, Perlchen oder so. Ja. Den hier habe ich auch nochmal bekommen, das freut mich sehr. Und wie ihr seht, der ist ja jetzt schon älter und am Anfang war der immer ausverkauft. Und ja, findet man halt jetzt immer noch. Den kennen die meisten, deswegen blätter ich den auch nur mal schnell durch. Ist halt ein sehr farbenfroher Block. Immer einmal Pappe und dann immer ein Vellum dazwischen. Ja. Und der musste mit, weil er halt bunt ist. Ja, Opfer. Und den hier, den fand ich auch sehr schön. Und deswegen durfte der jetzt auch einfach nochmal mit. Dieses marmoriert. Und ja, die Edelsteine haben halt auch wieder diese Galaxy-Farben. Finde ich halt sehr schön. Kennen halt die meisten schon, deswegen mache ich das nur im Schnelldurchlauf. So, zweimal mit durfte auch nochmal Cardstock. Ich habe mittlerweile relativ viel Cardstock, aber man braucht es ja immer mal. Immer mal. Ich zeige euch kurz die Farben, weil vorne drauf sieht man sie zwar auch, aber ja, immer zwei von jeder Farbe. Zwei von jeder Farbe. Einmal halt so pastellische Töne und dann diese 6 Pastelltöne, 6 solide Töne oder wie auch immer, kräftige Töne. Genau, kräftig. So, in meinem letzten Haul habe ich, muss ich gerade noch hinter mich greifen, in meinem letzten Haul habe ich diese hier bekommen. Und davon gibt es ja insgesamt 4. Gestern hatte ich das Glück und habe die 2 anderen ergattert. Allerdings hätte ich die durchaus doch gerne doppelt, weil die Farben, die ich gestern bekommen habe, mache ich gerade mal so. Das sind die Farben, die ich schon hatte. Das sind die, die ich gestern ergattert habe. Und die, die ich gestern ergattert habe, haben echt eine wunderschöne Farbe. Also gegen Hitty hier hätte ich nichts gegen, wenn ich die auch doppelt hätte. Aber hatten sie halt gestern nicht. Aber wie gesagt, einmal ist ja auch genial. Einmal ist super. Ich glaube, Hitty hier, die sind schon so ähnlich wie sie, die wir hatten. Aber Hitty 3 Farbkombis, die sind ja echt der Hammer. Also freue ich mich ultra. Das hier ist aber wirklich halt Acrylic-Spray. Also das ist jetzt nicht irgendwie was auf Wasserbasis oder so, sondern das ist wirklich Acryl. Und ich färbe mir so gerne weiße Baumwollsäckchen ein mit Sprayfarbe. Das geht aber mit denen hier nicht, weil die eben hart trocknen, weil es eben Acryl ist. Also ein paar Abstriche muss man da schon machen. Aber ich benutze sie furchtbar gern für Jellyplate. Also oder für generell für Hintergründe oder auch einfach wirklich nur zu malen, indem ich die aufschraube, mir ein bisschen was auf eine Mischpalette tue. Wirklich toll. Hier ist was, das darf ich leider nicht zeigen, wäre aber lustig gewesen. Ich sehe gerade, ich habe noch mehr Washi-Tape ergattert. Einmal noch dieses Muster, oben mit Faunfedern, mit Leopardenmuster und mit Leopardenköpfen. Da hat es mich einfach gereizt, weil die Leopardenköpfe so ultra süß und kindlich sind. Noch dieses hier mit den Splattern, dann wieder mit Sprüche mit Happy und Great und Hello, Sternchen und Rauten, geht auch immer. Und noch dieses, dann haben wir es aber.
Oben ist so ein bisschen Konfetti, dann haben wir Einhörner und nochmal Sprüche mit Unicorn, Sparkle und Love steht drauf. Ich habe zwei von den neuen 15x15 Blöcken bekommen. Und zwar habe ich einmal den Hey Lovely ergattert. Den gab es leider auch nur einmal. Das waren die beiden komplett letzten. Sonst hätte ich den auch mehrmals mitgenommen. Ich meine, hier sind schon pro Bogen 5 drin, glaube ich. Aber der ist wirklich wunderschön. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch die Augen aufhalten. Die sind ja ganz neu im Sortiment. Das heißt, die wird es auf jeden Fall früher oder später kriegt man die. Also da braucht man jetzt nicht nach Gieren. Früher oder später gibt es die. Lege ich mal hier hin. Genau, und einmal noch diesen Happy Summer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die anderen aussehen. Ich glaube, das andere war wieder ein Vintage. Ich habe die mal auch in einem Haul gesehen, aber auch schon vergessen. Auf jeden Fall schreibe ich mir auch immer auf, dass ich diese beiden jetzt habe. Und ja, wie gesagt, ich kaufe nur noch nach Einkaufsliste. Und das habe ich mit den Sprayfarben auch so gemacht. Ich habe mir sogar ein Bild gemacht, welche Farbkombis ich zu Hause habe, damit ich es nicht doppelt kaufe. Beziehungsweise, wenn ich es doppelt kaufe, dass ich es nicht dreifach kaufe. Weil manche Dinge hätte ich gerne zweimal, manche dreimal, manche viermal, manche fünfmal. Aber manches braucht man eben auch nicht mehr als einmal oder nicht mehr als zweimal. So. Auch ich habe diese... Ich war übrigens in Ransbach-Baumbach, falls es jemand interessiert. Auch ich habe diese hier bekommen. Das hier einmal, das ist ja mit so einem leichten, ganz leichten braunen Ocker-Touch, den einmal. Das zweimal, das ist mit so einem bisschen rosa und hier so, sogar altrosa noch. Die auch zweimal, das sind so Blautöne und so ein ganz, ganz, ganz verwaschenes Grün. Und die hier in diesen Normalfarben, sagen wir mal, in so Creme und Grau. Ja, so, ihr seht es in der Kamera recht gut. Die habe ich bekommen, die sind nicht selbstklebend, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht selbstklebend. Und ich habe bekommen, wovon ich aber mich hätte, das sind wieder Sachen, da hätte ich mich tot kaufen können. Ich habe bekommen exakt dreimal und dreimal. Und zwar einmal die schwarzen. Davon habe ich jetzt 4, weil eins hatte ich beim letzten Mal schon bekommen. Die schwarzen. Schwarz geht immer. Und wie gesagt, da hätte ich mich ja wieder tot kaufen können, weil das sind Farben, die findet man so nicht. Und mein Herz ist ausgerastet. Ich habe dreimal von diesen regenbogenirisierenden Dingern, von diesen Aurora Borealis Touch Dingern bekommen. Also AB halt immer, wenn die so schimmern. Ihr seht es jetzt gar nicht so richtig. Ich glaube, ich hoffe, ihr könnt es erahnen, dass die ja in allen möglichen Regenbogenfarben schimmern. Wie gesagt, da hätte ich mich tot und dusselig dran kaufen können, weil die sind einfach wunderschön. Und zum Schluss habe ich noch was ganz, ganz Neues, was es ganz, ganz neu bei Action gibt, ergattert. Und zwar gibt es da noch mehrere von. Ich habe aber nur die mitgenommen, die mir gefallen. Ich glaube 49 Cent und zwar kleine Holzstempel. Einmal mit Miau. So klein sind die gar nicht. Also so groß wie mein dicker Daumen. Ein Hundi. Da gab es noch eine Sprechblase mit XOXO drin und ein Geschenk gab es noch und noch verschiedenes andere. Dann habe ich einmal dieses hier, das passt ja überall zu, das ist ja wirklich der pure Hammer. Hier Schleifchen passt auch überall zu, eigentlich bin ich so überhaupt gar kein Holzstempler, aber ich finde, die haben eine wunderschöne Größe und babsch, einfach mal drauf machen, super. Und diese wunderschöne Blume. Ja, es kommt mir immer irgendwie so wenig vor, aber
ist gar nicht wenig und man vertut sich echt im Action gerne mal mit den Preisen, weil hier kostet es nur 1 Euro und das kostet nur 50 Cent, aber am Ende hat man dann schnell mal 60, 70 Euro zusammen, gell? Ja, auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass ich diese Sachen hier bekommen habe. Wie gesagt, 2, 3 Kleinigkeiten fehlen immer, um Gottes Willen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich... ich weiß ja, dass ich im Action nicht alles bekomme und ich bin dann auch nicht enttäuscht. Ein bisschen traurig ist man natürlich, ganz klar, aber früher oder später bekommt man halt die Sachen. Aber ich würde jetzt nie sagen, Action ist ein Drecksladen, weil ich, was weiß ich, hier das Washi-Tape nicht bekommen habe. Um Gottes Willen, Action kann da auch nichts für. Die geben ja auch nur ihre Bestellungen ab und was sie letztendlich geliefert bekommen, stecken die ja auch mehr oder weniger gar nicht drin. Und ich meine, es gibt natürlich Actions, die sind voller und Actions, die sind aufgeräumter, ganz klar, ja, gibt es, aber früher oder später bekommt man es. Ihr Lieben, ich wünsche euch hiermit ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Auf jeden Fall sehe ich zu, dass ich schnell wieder fit werde. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt immer schön fruchtig. Tschüss.